Guten Abend zusammen. Wir sind heute an unserem letzten Abend im Champanai, ein thailändisches Restaurant in der Stadt. Zweites Mal diese Woche übrigens und es ist sehr, sehr lecker. Amy ist dabei. Amy kuschelt noch gerade. Ja, haben wir sie mitgenommen. Ja, wir waren uns nicht sicher diese Woche, ob Hunde erlaubt sind, aber Hunde sind erlaubt und da ist Amy natürlich mit dabei. Jetzt sind wir gerade dabei, unser Essen auszusuchen und melden uns gleich wieder mit Getränken. Prost! Und zur Abwechslung gibt es hier auch eine Flasche Gerolsteiner und Bitburger Bier. Und eine leckere Ingwer-Schorle. Also die gibt es in heiß und kalt. Im Winter ist es gut, beugt auch gegen Erkältungen vor und im Sommer ist sie sehr, sehr erfrischend. Zur Vorspeise gibt es eine Hühnersuppe mit Kokosmilch und Zitronengras mit Champignons. Für mich und den Hechel. Essen ist da. Einmal gelbes Curry. Das ist Ente, die ist richtig, richtig frisch und warm. Man hört sie brutzeln. Ich hoffe, ihr hört sie brutzeln. Michel hat auch Curry. Und schönes Leckeres. Und hinten steht, ist das auch Ente? Ente süß-sauer. Ente süß-sauer. Lecker, lecker. Nee, du kriegst nichts. Du kriegst leider nichts. Tut mir leid. Hühnchen süß-sauer ist es, keine Ente. Guten Appetit. Und zum Nachtisch nach diesem super leckeren Essen gibt es noch gebackene Banane mit Honig und Kokosraspeln. Schön fluffig. Du auch noch was zu sagen? Ich hab noch, danke. Kannst du trinken? Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. War es am Sonntag auch schon. Das ist ja groß. Wie ihr Licht im Ohr. Ich weiß nur, dem Friesen zur Ehr vom Friesengeist mehr. Trinkt aus, genau, genieße leise, auf echte Friesenweise. Du kennst den, ich nicht. Ich kenne den Rest. Ja, du kennst den. Sehr schön. Immer schnell, das haben wir kein Brotchen mehr. Dann trinken wir nur Wasser. Schön. Dankeschön. Danke. Prost. Prost. Den Pflaumenwein. Muss ich den ächzen? Den Pflaumenwein mit Sahne. Ja, und so was habe ich ja gedacht. Okay, Ex, ne? Okay, er ist den Ex. Ja, kann man runterhauen. Oh, wow. Fass den komplett runter. Ja klar, du nicht? Bist du Weichei? Also im Norden muss man Friesengeist trinken. Und man versus. Ja. Na, und würde sagen. Haut rein. Ja. Er hat so einen sehr leckeren Nachgeschmack. Ja. Brennt nah. Ja, jetzt wird er warm in der Kehle. Okay. Aha. Unser Absacker. Wir hatten zwar eben erst einen Friesengeist, aber so ein Absacker geht ja auch immer noch. Urlaubsabsacker. Mitten in der Woche hat man nach den Griechen, weil es dann ein bisschen fertiger ist, hat man schon zwei Birnekamp, unsere Luxusschnäpse. Und die Schachtel, die gibt noch zwei Birnekamp her. Es waren nämlich vier drin, ja. Alkohol macht alle hoch. Birnekamp schmeckt übrigens, Fun Fact, Bunnekamp schmeckt wie Iberogast. Wie Iberogast mit Alkohol. Richtig. Und noch ein Fun Fact. Ich habe ja Probleme mit Magen-Darm und trinke öfter mal Iberogast. Also kein Bunnekamp, aber der Geschmack ist irgendwie gleich. Oh, die Spülmaschine stinkt. Ja, nur ist Iberogast noch ein bisschen verdünnter als Bunnekamp. Okay. Okay.
wir letztes Mal waren, so ungefähr. Ein Stückchen weiter, denke ich mal, rechts, weil wir auch mal fahren. Okay, bis gleich. Guten Morgen vom Abreisetag. Ich liege noch hier im Bett und aus dem Bett hat man einen Ausblick hinaus. Das hat man auch nicht überall, weil man im Bett liegt und direkt aus dem Fenster gucken kann. Aber das ist cool.
Guten Morgen zusammen. Heute ist leider schon der Abreisetag. Da sieht man mal wieder, wie schnell so eine Woche rumgeht. Ist echt der Wahnsinn. Und wir fahren, wie wir gekommen sind, mit Sonne. Genau, wir haben Sonne mitgebracht und holen Sonne mit. Hoffentlich 474 Kilometer nach Hause. Na, das wäre schön. Jetzt geht es erstmal auf dem Weg in die Stadt. Wir müssen nämlich die Schlüssel der Ferienwohnung abgeben. Genau, das war bei der anderen Ferienwohnung etwas leichter. Da konnte man die nämlich direkt vor Ort lassen. Genau. Aber dieses Mal geht das nicht. Wir fahren entlang der Nordhelm-Siedlung, der Nordhelmstraße Richtung Meierei. Ja. Die Insel ist gut mit dem Auto auch für Leute, die Probleme haben, zu Fuß zu gehen bzw. kein Fahrrad fahren können aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen. Man kann hier fast alles mit dem Auto erreichen, was man nicht mit dem Auto erreichen kann, mit dem Bus erreichen, Taxis fahren, Fahrrad fahren ist wie gesagt auch möglich und die Insel ist 29 Kilometer lang, also wer die komplett erkunden will, der hat was zu tun. Geht natürlich auch mit dem Fahrrad, ganz klar. Da könnt ihr von einem bis ans andere Ende fahren. Wobei das letzte Stück bis zum Schiffswrack ist nicht mehr mit dem Fahrrad erreichbar. Da muss man tatsächlich noch einige Kilometer ja, auf jeden also Fall durch den Sand laufen. Mit dem Auto kann man bis zum Ostheller fahren. Und das ist ungefähr die Inselmitte. Und dann muss man den Rest entweder zu Fuß oder per Rad. Aber wie gesagt, innerstädtlich, die Gemeinde Norderney hat ja die Stadt Norderney auf der Insel und viele kleine Dörfchen, unter anderem Nordhelm. Aber es ist alles auch gut erschließbar mit dem Bus. Sie haben eine sehr, sehr gute Buslinie. Es fahren verschiedene Busse zu verschiedenen Punkten immer gleichzeitig. Also es ist nicht ein Bus, der da rundfährt, wo man dann 4 Stunden warten muss, sondern die Busverbindung hier, die Linien, die haben mehrere Linien, die gleichzeitig fahren und die sind sehr, sehr gut getaktet. Taxis sind auch relativ schnell. Und wenn es langsamer will, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Bimmelbahn hier, womit man eine 2-stündige Inseltour fahren kann. Das gleiche geht auch mit einem Inselbus, mit einem Sightseeing-Bus. Und da kann man sogar zwischendurch aussteigen an irgendwo, wo man bleiben will und immer wieder einsteigen mit einem Tagesticket. Ist auch klasse. Also es gibt unendliche Möglichkeiten hier, sich von der Stelle zu bewegen. Am schönsten ist natürlich zu Fuß. Ja, das stimmt. Wir haben vor 3 oder 4 Jahren auch mal eine Tour mit der Bimmelbahn mitgemacht. Da blenden wir euch auch noch einen Rückblick ein, was wir so alles gesehen haben und wo die Bimmelbahn hinfährt. Wir machen das wieder im Schwarzwald-Vlog. Wir werden wieder Rückblicke von den vergangenen Urlauben einblenden. Sobald wir einen Rückblick haben, seht ihr das unten, wenn die Jahreszahl eingeblendet wird, von wann das ist. Weil wir konnten ja in den 8 Tagen jetzt nicht alles von der Insel durchnehmen, weil auch vor allem das Wetter nicht so berauschend war dieses Jahr. Deshalb machen wir zwischendurch immer von Sachen, die wir dieses Jahr nicht nutzen konnten, werden wir dann Rückblicke einblenden. Damit ihr seht, was man hier auch noch machen kann. Wenn ihr den Vlog schaut, wir würden uns sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Ihr könnt auch gerne die kleine Glocke aktivieren, damit ihr keine Uploads mehr von uns verpasst. Wir würden es sehr appreciaten und uns wirklich, wirklich sehr drüber freuen.